Ja, hallo und wieder mal willkommen zu dieser schönen Radtour hier im Siegen-Wittgensteiner Land. Hier starte ich am Hauptbahnhof Siegen. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier in der HLB-Bahn. Das ist die Hessische Landesbahn. Leider nur ein zweigliedriger Triebzug oder wie auch immer man das nennt. Also nur zweiteilig, hat aber glaube ich zwei Fahrradabteile. Ja, und hier fahren wir gerade in den Bahnhof Erntebrück ein. Da gegenüber aus dem Fenster habt ihr gerade noch die Kurhessenbahn gesehen. Die fährt nämlich dann weiter Richtung Marburg. Also für alle, die mal eine Radtour machen wollen an der Lahn, müssen dann in Erntebrück umsteigen. Ja, hier bin ich jetzt am Bahnhof in Bad Berleburg. Bad Berleburg liegt im Siegen-Wittgensteiner Land und hat so knapp 20.000 Einwohner. Hier wollte ich mir dann noch was zum belegtes Brötchen für unterwegs besorgen. Hat leider nicht geklappt. Musste ich hier zum McDonald's. Aber okay, jetzt habe ich meine Verpflegung für mein Picknick. Und jetzt geht es hier durch die Pflastersteinfußgängerzone. Ein kurzes Stück hier durch Bad Berleburg. Und hier überquere ich dann auch die... Wie heißt das Flüsschen? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Irgendwas mit Ode. Odeborn, genau, die Odeborn. Ja, hier links müsste ein Gymnasium liegen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, Bad Berleburg Gymnasium war das. Und jetzt bin ich auch schon hier unten auf der Talstraße und biege jetzt ab, um dann hier ein steiles Stückchen. Das geht hier parallel etwas oberhalb des Stöppelweges. Das war die Hauptstraße da unten. Von ein paar Kilometern geht es dann hier runter bis kurz vor Raumland. Das ist die Bahnstation, aber auch Bushaltestelle. Ja, und hier unterwegs natürlich die Wegwarte und hier das etwas unbeliebtere Kreuzkraut. Ja, was die Bauern eigentlich nicht so gerne haben möchten. Weil wenn das nämlich trocknet und die Kühe und die Rinder und das Vieh frisst, das kommt nicht so gut, weil das Zeug nämlich ein bisschen giftig ist. Ja, auch Radfahrer halten an, um zu telefonieren. Jetzt, wie ihr seht, bin ich hier schon am Ende des ausgebauten Radweges. Und jetzt geht es auch hier bei Raumland. Zur Linken liegt jetzt eigentlich schon die Zugbahnstation. Ja, und dann geht es hier auch schon wieder mal über einen Bahnübergang bei Berghausen. Hier seht ihr jetzt mal diesen zweigliedrigen oder Gelenkzug, Triebwagen. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal in den Kommentar reinschreiben, wie man diese Triebfahrzeuge genau benennt. HLB. Hier ein wunderschöner Garten mit Gemüse. Ja, und jetzt überquere ich diesen Bahnübergang nach circa 4,9 Kilometer. Ja, und ihr seht schöne Fachwerkhäuschen hier. Da hat auch jemand in Komoot schon reingeschrieben, schön anzusehen. Also hier bei Berghausen. Ja, weiter geht's jetzt hier. Sind wir dann auch schon an einem Knotenpunkt 4. Und da werde ich dann mal eben von einem riesen Trecker überholt.
Ja, hier rechts jetzt die Eder. Mal ein schöner Blick hier noch mit einem schönen Fachwerkhaus zur Linken. Also wunderschöne Täler hier im Edertal. Ich fahre ja eigentlich jetzt hier das Edertal bergauf, beziehungsweise flussaufwärts. Ja, und hier kommt dann auch gleich noch ein sehr schöner Hof. Wie ihr seht hier, sehr schön. Kann man draußen sitzen, kann man bestimmt auch was Schönes, Kühles trinken, etc. pp. Ja, ich hatte ja wie gesagt meine Verpflegung für unterwegs mit, deshalb keinen Aufenthalt für mich. Ja, hier übrigens auch eine witzige Unterstand oder was es war, keine Ahnung. Jedenfalls saßen da wohl auch Radler drinne und machten Pause. Hier geht es auch ein bisschen steil berghoch. Also es sei für alle gesagt, es geht immer ein bisschen bergauf und bergunter. Ja, hier ein schiefer Jägerausguckstand. Ich habe mal schiefen Turm bei Bad Berleburg benannt. so Witzchen mache ich denn schon mal. Und ja, hier ein schöner Blick in die Eder hinein. Sehr schön. Ja, wie ihr seht, es geht immer mal kreuz und quer ein Stückchen jetzt hier parallel zur Bahnstrecke. Ja, und das müsste jetzt hier Aue sein oder gewesen sein. Bin ja schon wieder im Film ein Stückchen weiter. Geht's denn hier auch schon wieder über die Eder drüber? Ja, wie gesagt, es geht immer mal ein bisschen ein Teilstückchen auf der Straße entlang. Und dann habe ich einen wunderschönen Picknickplatz hier gefunden. Also der muss so circa von Berleburg aus so bei 12, 13 Kilometer gelegen haben. Wunderschön. Ihr seht, ich lasse mir es da mal schmecken. Ganz toller Picknickplatz. Ich war total begeistert. Ja, da habe ich mir natürlich meinen Big Mac Chicken mit Pommes ordentlich schmecken lassen, mit dem Kaffee to go, den ich mir mitgenommen habe. Ja, übrigens habe ich mir auch noch eine Makrone mitgenommen. Ich glaube, das war eine Blaubeermakrone. Ja, wie ihr seht, hier auch ab und zu mal ein paar Leute unterwegs, aber es hält sich wirklich hier in Grenzen. Also hier müsst ihr keine Angst haben, dass hier die Leute sich die Füße platt treten. Aber man trifft halt immer mal gelegentlich, wie hier jetzt auch wieder, ein paar Radler. Ich bewundere die ja hier so. Na gut, die fahren jetzt eigentlich bergab, wenn man so will. Die fahren im Grunde genommen die Eder flussabwärts. Ich fahre die ja, wie gesagt, hier jetzt flussaufwärts. Und ich fahre ja auch ziemlich in die Nähe der Ederquelle, welche im Rothaarkammgebiet, dem Naturschutzgebiet, liegt und der entsprechenden Wiesentäler. Ja, hier jetzt eine Drohnenaufnahme, wie ihr seht. Ich probiere da immer mal ein bisschen was aus. Ja, auch mal ein bisschen Landschaft im Hintergrund. Aber es ist halt auch ein bisschen schwer, die Drohne für die Folgewehrfunktion. Darf nicht zu weit weg sein, aber auch nicht zu nah und auch nicht. Sie muss auch eine bestimmte Mindesthöhe haben. Also ist nicht so ganz einfach. Ja, hier jetzt kurz vor Erntebrück, der Bahnübergang. Ja, bis Bad Berleburg macht die Bahn, ist das für die Bahn ja eigentlich eine Stichstrecke. Also
in Bad Berleburg ist Ende, Endstation. Wie ihr gesehen habt, glaube ich, am Anfang im Video. Da braucht ihr also keine Angst haben, dass ihr nicht schnell genug aus dem Zug kommt mit den Rädern. Ja, wie gesagt, hier Erntebrück. Ich habe mir das hier mal ein bisschen genauer angesehen, weil ich ja noch eine Mehrtagesradtour vorhabe. So viel kann ich ja schon mal verraten an dieser Stelle. Und da muss ich hier in Erntebrück dann in die Kurhessenbahn umsteigen. Ja, hier so ein bisschen das Zentrum von Erntebrück, mal kurz Kreisverkehr. Und dann verlasse ich das auch schon wieder. Und man ist dann auch wieder relativ schnell im Wäldchen. Und ja, ihr seht leider auch hier einiges, was an befallenen Nadelgehölzen hier an Holz gestapelt ist. Ja, tatsächlich gibt es hier auch noch eine Bachquerung. Fragt mich jetzt nicht, was das für ein Bach war. Und dahinter kam eine wirkliche Wurzelstrecke. Also für alle MTBler, sie werden es lieben. Ich habe auch relativ viele Leute mit MTBs gesehen. Also da bin ich hier mit meinem Trekkingbike eigentlich schon fast ein bisschen schlecht fahrradisiert, wenn man das mal so bezeichnen kann. Ja, schmaler Weg eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich auch als Radweg ausgewiesen war. Müsste ich jetzt nochmal in Komund nachgucken. Na, jedenfalls bin ich den gefahren. Hatte da auch ein bisschen mir den Fuß ein bisschen geklemmt, während ich hier gerade am Schneidetisch bespreche. Bin ich vorsichtshalber mal zum Arzt gegangen, weil ich am rechten Fuß den Zeh ziemlich blau hatte dann hinterher. Aber es scheint alles gut gegangen zu sein. Ja, hier jetzt ein Abzweig. Eigentlich hatte ich geplant, hier durch den Wald zu radeln. Ja, hier musste ich dann links abbiegen. Hatte ich eigentlich fast verpasst. Ja, und jetzt geht es hier eigentlich Richtung Rothaarkamm. Ja, ich bin da so einen kleinen Bogen gefahren. Ihr werdet es vielleicht in der Komoot-Strecke, die ich euch natürlich wie immer im Video unten verlinke, könnt ihr euch das natürlich dann anschauen. Ihr seht schon hier sehr eindrucksvoll hier von hier oben die Landschaft. Total toll, aber leider eben auch hier sehr viel abgeholzt, deswegen natürlich der freie Blick. Ja, und aber es gibt schon, ihr seht ja, es, Gott sei Dank gibt es hier auch Laubbäume und von daher ist es hier jetzt auch ein bisschen gemischt. Aber wie ihr hier an der Stelle auch seht, immer holt man hier auch an bestimmten Hängen doch noch viel befallenes Holz raus von dem Borkenkäfer. Ja, hier nach 37 Kilometern bin ich denn hier auch an dem entsprechenden See. Ich konnte jetzt gar nicht so schnell gucken. Wie hieß er doch gleich? Ich muss gerade noch mal nachschauen. Genau, der Affolder Bacher Weiher, so hieß das. Ja, und dahinter wieder wunderbar, ein schöner Blick hier ins Tal. Ja, eigentlich müsste das, glaube ich, dann auch hier schon die Netpfe sein.
Ja, und das müsste Affolder Bach sein. Meine ja. Affolder Bach, der Ort, und dann geht's auch schon wieder weiter hier durch die wunderschöne Landschaft, wie ihr seht. Ja, hier mal wieder ein paar Radler, die einem entgegenkommen. Kann aber auch Eschbach schon gewesen sein vorhin. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, wie gesagt, hier bin ich jetzt auch im Norden nach 43 Kilometer von Netwin. Und hier an dieser Stelle fließt dann die Netwe in die Sieg. Also die Landschaft einfach grandios. Hat mir super gefallen. Ganz toll, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ja, und jetzt geht's hier Dreistiefenbach, so heißt es, glaube ich. Zumindest hat man hier dann wenigstens den Radweg auf der Straße optisch abgeteilt. Hier schon Siegen-Weidenau. Und ja, wie ihr seht, auch hier links mal Fachhäuser, Fachwerkhäuser, sehr schön anzusehen. Ja, jetzt bin ich auch schon in Weidenau angekommen. Das ist eigentlich mein Startpunkt, zumindest habe ich dort geparkt. Ja, hier über den Bahnübergang Richtung Bahnhof zum Siegen-Weidenau, zum Bahnhof, wo ich in der Nähe geparkt habe, beziehungsweise am Hallenbad. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich noch ein Eis kriege. Das habe ich dann auch hier tatsächlich mir noch eins gegönnt. Ja, also wie gesagt, Fazit, sehr schöne Tour. Leider dann ab Netwin bzw. Dreistiefenbach und Weidenau natürlich vom Radweg her nicht ganz so schön. Muss man einige Abschnitte auf der Straße fahren. Kompromisse muss man halt immer ein paar machen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall für ein Abo von euch bedanken. Danke nochmal fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.